Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Heute machen wir die letzte Norio-Quest. Das heißt, wir schließen seine Questreihe ab. Ja, letzten Part ist ja sein Bruder verstümmelt worden. Und Mein Herr, kann ich euch helfen? wir müssen Norio finden. Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Ist das in der Nähe? Die dreifache Welt, was soll das denn heißen? Oh, 770 ist weit. Aber ich würde mal sagen, da gehen wir zu Fuß hin, weil das in unbeflecktes Gebiet geht. Außerdem habe ich außer dem Punkt hier nichts, um dahin zu gehen. Und das ist... Apropos, ein bisschen Weg können wir uns ja sparen, ne? Das Spiel hat hier, Gott sei Dank, recht angenehme Ladezeiten. Boah, das sieht richtig geil aus hier. Ich weiß noch, dass als auf einer der State of Plays die ersten Spielszenen von Tsushima gezeigt wurden, da dachte ich, oh, das sieht aber jetzt nicht so berauschend aus, aber was sie in der Zwischenzeit noch daraus gemacht haben, das ist... Wow. Also die Charaktergrafiken und so, die sahen schon geil aus, aber so die Umgebung sah halt noch nicht so top aus. Und ja, was sie in der Zwischenzeit daraus gemacht haben, Hammer. Also das gehört so mit zu den Besten, was in letzter Zeit grafisch erschienen ist. Finde ich jedenfalls. Brauchst dich grafisch nicht vor The Last of Us verstecken und Resident Evil Remake 3 und 2, ja, die sehen ja recht ähnlich aus. Was sieht denn noch top aus, was in letzter Zeit rausgekommen ist? Ich kann mich jetzt gar nicht mal so dran erinnern, aber es gehört schon in die obere Liga. So. Ich besteige hier einen Berg, das kommt mir ein bisschen komisch vor, weil Norio angeblich auf dem Friedhof ist. Wahrscheinlich muss ich den Berg wieder runter. Wind, wo muss ich hin? Nach da. Ah, da ist Rauch. Das könnte richtig sein. Ein Friedhof im Gebirge? Really? Okay. Da steht Norio auf jeden Fall. Wer ist das da hinten? Ist der wichtig? Oder sind das random NPCs? Ja, erstmal vom Friedhof klauen. Genau, Sakai. Das sind, glaube ich, random NPCs, die hier immer sind. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu. Habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Das ist ja praktisch. Der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Ja. Folge Norio zu seinem Lager. Okay. Wie wär's, wenn du mir ein Wo paar... Wo finden wir ihn? Fort Shoni. Seid genau. ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn hören. Wäre es umgekehrt,
würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot und der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Zedern-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Okay, haben wir ja doch ein paar Infos noch bekommen. Ich habe eigentlich erst gedacht, ja, wir reiten da jetzt einfach hin, ohne dass Nori irgendwas sagt, aber gut. So. Wo müssen wir denn hin? Aus kann man das vor gut sehen. Ja, da ist einer tot. Hast du das auch gesehen? Nach Hardschuh habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlag zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde, macht, dass ihr da wegkommt! Norio! Bitte, wir waren bloß hungrig! Verschont uns! Wir verschwinden! Norio, sie waren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hardschuhs letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hardschuh. Das wird ein Gemetzel werden. Oh ne, er ist weg, ne? Norio. Ja. Wo ist er? Ja, weg. Das Fort steht in Flammen. Was hat Norio getan? Ohne dich losgegangen und alles abgefackelt. Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch. Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Warum sind hier so viele Mönche? Ich dachte, das ist ein Mongolengebiet. Mongolen treffen wir aber, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls nicht lebendig. Finde Zuflucht bei Amida Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Ach du Scheiße. Ich muss Norio nicht erledigen. Das bringe ich nicht übers Herz. Auch wenn er wahnsinnig geworden ist. Ein Familienverlust kann einen schon verändern, du hast aber... Du nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hardschuh tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun.
Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Okay, das habe ich so nicht erwartet. Neurio hat uns die ganze Arbeit abgenommen. Chaos, jemand. Wie sieht das aus? Nee. Boah, war für Kartu dann bestimmt kein schöner Tod. Wenn ich das richtig verstanden habe, Norio bei lebendigem Leibe verbrannt. Hat er sich wohl mit dem Falschen angelegt. Oh, ein Artefakt der Mongolen liegt hier einfach so. So, dann würde ich mal sagen, würden wir den Rest des Parts nutzen, um ein paar Fragezeichen zu machen. Die Nebenmission, die hier ist, die mache ich dann im nächsten Part. So, wo haben wir denn welche? Da ist eins, da oben ist eins, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Und da ist eins. So viele sind gar nicht zurzeit aufgedeckt, ne? Wir gehen mal chronologisch vor. Machen das als erstes und reißen hier zum Heiligtum. Ach, das ist hier. Wo ich ganz am Anfang des Aktes war. Aber jetzt ist keiner mehr da. Mongolen sind alle abgereist. Das ist aber gut. Nee, ich höre welche. Die sind nicht hier, oder? Ah, ich sehe schon das Fragezeichen, das ist eine Säule der Ehre. Okay, Blumen sind voll. Gucken wir mal, was es hier zusammen gibt. Ah, das sieht fresh aus. Das rüsten wir mal aus. Okay. Hätten wir das Fragezeichen, dann machen wir als nächstes das hier. Ja, dann können wir mal dahin reißen. Okay, 290 Meter. Wo muss ich hin? Wind? Tell me. In die Richtung. Oh, hier geht's tief runter. Kann ich irgendwo runtersteigen? Das verletzt mich, okay. Ja, scheiß drauf. Ob ich es noch einmal lerne, mein Handy stumm zu schalten, während ich aufnehme? Anscheinend nicht. Ich hoffe, man hat es nicht so krass gehört. So, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jo. Okay. Hier geht's wieder runter, ne? Jo. Ah, der Sturz ist nicht ganz so schlimm. Was
Was werden wir denn finden? Wahrscheinlich ein Fuchsbau. Oder? Ne, ein Haiku könnte das sein, ne? Ne, das ist ein Fort. Noch besser. Und kein großes, ne? Das heißt, wir können ein bisschen aggro machen. Oh Mann! What? Komboangriff. Okay, ich bin lange Zeit nicht mehr gestorben. Das wird kritisch gerade. Braucht die Kunais, auf Nummer sicher zu spielen. So, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen heilen. Da werden aber noch mehr lauern. Okay, wo liegt der Wolf? Der kann Fell haben. Da. Und der da unten hat auch noch was. Ah, nur eine Schwarzbombe. Ah, ich habe den letzten Kunai weggeworfen. Ich habe die falsche Taste gedrückt, verdammt. Ja, okay, wir wechseln mal auf Hafenbombe. Ich habe wieso keine Kunais gerade mehr. Okay, da sind noch welche. What the fuck? Die patrouillieren ja intelligent. Einer mit Rücken. Rücken an Rücken, genau. Ah, jetzt nicht mehr. Was? Warum konnte ich kein Kombo-Attentat machen? Wir standen doch fast nebeneinander. Fuck, ich bin vergiftet. Von wo kam das? Von da oben, okay. Was? Das war ein fetter Volltreffer! Hä? Ich höre Kamera! Jetzt spack hier nicht so rum. Lebt der von Turm noch? Ja, da hinten ist er. Okay. So. Wird irgendwas Interessantes aufgedeckt? Nö. Ja, dann geht's weiter, ne? Ah, da ist auch noch was. Hä? Kann ich mich da hinporten? Ja. Was ist das denn? Das war aber eben, wurde das mir nicht angezeigt, als ich da war. In die Richtung. Ah, da haben wir es schon. Ist das ein Dings? Das ist ein Bambusstand. Ich hätte jetzt eigentlich mit einem Legendenerzähler gerechnet, aber okay. Ja, okay, das ist nicht sehr anspruchsvoll bisher. Was, zu langsam?
Kannst du mir nicht erzählen. Ja. Okay. Dann ist das Fragezeichen jetzt fällig. Haben zum Glück ein Lager da in der Nähe schon weggemacht, dass wir einen relativ kurzen Weg dahin haben. Na, was heißt kurz? 360 Meter. Oh, hier sind Dörfler. Vielleicht finden wir welche mit Sprechblasen, die er mir verraten kann, wo mehrere von den Lagern noch sind. Weil wie viel habe ich jetzt denn? 8 von 15, okay. Sind noch ein paar. Ah, die finden wir auch schon noch. Spätestens, wenn ich im Internet nachgucke, wo sie sind. Das ist ein Thermalbad. So eine Lebensenergie auffüllen. Sehr schön. So, der Eingang ist da. Ja, Vogel, hau ab. Ich brauche dich nicht mehr. Ishikawa sollte hierher kommen. Ob er sich je im Leben mal entspannt hat? Er ist angespannter als eine Bogensehne. Also so viel erhöhen wie am Anfang des Spiels tut es ja nicht mehr, habe ich den Eindruck. Ne? Also das war ja nur so ein kleiner Fitzchen. Oder weil die Liste halt länger ist, fällt das einem nicht so auf. Okay, Leute. Dann haben wir hier noch einen. Ich hoffe, die Hauptmission kann ich auswählen und wird nicht getriggert, sobald ich in der Nähe bin. Für Ishikawas Mission geht das Gleiche. Sakai. Ja. Wir müssen reden. Mhm. Ich bin an überlegen, ob wir das nächstes Mal machen oder. Ja, wir können die. Ja, das ist eine Nebenmission, ne? Schauen wir mal. Ich will eigentlich von Süden nach Dings mich vorarbeiten. Und dann machen wir Ishikawa. Also, mein Plan ist es, nächstes Mal halt die Mission hier zu machen und dann gucken wir mal, ob Zeit noch für Ishikawa ist. Aber dazu dann später. Erstmal machen wir wahrscheinlich das Fragezeichen noch. Was haben wir da? Ein Fuchsbau, okay. Hä? Wo will er hin? Gleich in die andere Richtung. Ah, hier ist der Schrein, okay.
Okay. Kann ich mich da schon hinporten? Mühle von Sargon? Nein, kann ich nicht. Dann würde ich mal sagen, porten wir uns hier hin. Und machen von dem Punkt dann im nächsten Part weiter. Habe ich markiert? So. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Lasst doch gerne Daumen und Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.